Und weiter geht's mit Hogwarts. Ja, auch wenn es nicht nach Hogwarts aussieht, ne? Weil, habe ich ja in der letzten Folge gesagt, deswegen war die auch nur so kurz. Haben wir ja nur dieses Dach da gemacht, habe ich ja gesagt, jetzt ist ja bei Hogwarts erstmal ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen? Also erstmal Pause, weil ich da ja jetzt erstmal wieder ein bisschen vorbereiten muss. Aber ich dachte mir so, dann machen wir in der Zeit, wo ich da vorbereite, einfach ein bisschen Kleinkram, ne? So. Na, dann habe ich jetzt hier auch schon vorbereitet. Das nächste, was wir machen werden aus Hogwarts, da haben wir hier schon mal den Grundriss stehen. Und zwar fangen wir heute an mit der Winkelgasse. Winkelgasse, heißt das Winkel? Genau, Winkelgasse. Die Winkelgasse. Ja, die machen wir heute. Also nicht komplett die. Fangen wir jetzt erstmal an mit dem Grundriss und dann seht ihr ja, kommen hier nur vier Gebäude, ne? Also nicht komplett. Ich habe mir da vier Gebäude rausgesucht, die wir machen, ne? Das habe ich mir da hinten auch schon vorbereitet, die vier Gebäude aus der Winkelgasse, die wir machen werden. Ne? Die habe ich mir da schon rausgesucht, ne? Die machen wir. Ne? Die Winkelgasse, so vier Gebäude, die habe ich mir rausgesucht, die machen wir, dachte ich mir so, ne? In der Zeit, wo bei Hogwarts jetzt erstmal nichts ist, so also am Schloss an sich, ne, wo nichts ist, ne, dachte ich, komm, machen wir mal die Winkelgasse. So. Ja, da machen wir jetzt heute, fangen wir dann jetzt erstmal an mit dem Grundriss von der Winkelgasse, also von den vier Gebäuden, die ich mir rausgesucht habe, habe ich mir hier so ein, habe ich mir so überlegt, wie wir das machen, ne? So. Ne, und dafür brauchen wir gar nicht viel. So, wir brauchen dafür einen Steinziegel, eine Steinziegeltreppe, Steinziegelstufe. So, dann brauchen wir einen Endsteinziegel und eine Endsteinziegelstufe. Ne? So, das war's erstmal. So, das ist jetzt erstmal der Grundriss. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie verklicker ich euch das am besten? Genau, wir fangen an. Und dass wir das jetzt so, wir fangen erstmal mit diesen Kästen hier an, ne, wo dann die Gebäude drauf kommen. Damit fangen wir erstmal an. So, da gehen wir jetzt erstmal hier, fange ich hier links jetzt an, an dem Kasten. Ja, das heißt, wir setzen uns jetzt hier einen Block hin. So, den ziehen wir dann hier komplett lang. Das ist, warte mal, ich glaube, das war ein 30x30 Kasten. Sicher bin ich mir da gerade nicht. Pass auf, wir gehen das durch. Ne? Also pass auf, hier ist der erste Block. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Genau. So, ne? Die sind alle gleich groß. Jetzt haben wir hier die 30. Das müssten jetzt hier eigentlich auch 30 sein. Wartet mal. Wir gehen das durch. Pass auf. Das heißt, wir zählen jetzt den ersten hier mit. Also quasi von hier, diesen 30. Den nehmen wir jetzt wieder als ersten Block. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Genau. Ne, das ist jetzt ein 30 mal 30 Kasten. So. Den wir jetzt hier erstmal machen. So. Und so. Ne, dann haben wir jetzt hier so ein 30 mal 30 Kasten. So, dann gehen wir hin. Und dann stellen wir uns jetzt so an den Kasten, dass wir der Kasten, den wir gerade gemacht haben, dass er jetzt links ist. Na? So, pass auf. Nee, Moment, wir machen das anders. So, jetzt schnappen wir uns die Treppe und gehen einmal um diesen Kasten rum. Da gehen wir jetzt einmal komplett mit der Treppe rum. So, das ist besser, wenn wir das jetzt erstmal machen. Moment, das habe ich aber gesehen hier. So. Na, gehen wir jetzt einmal hier um den 30x30 Kasten, gehen wir jetzt erstmal mit der Treppe rum. So. Und hier auch nochmal so. So. Na genau, so ist das jetzt einfacher. Na, dann haben wir den Kasten jetzt fertig. Na, da machen wir natürlich gleich noch weiter. Ne? Aber erstmal ziehen wir uns hier den Grundriss erstmal.
So, dann haben wir jetzt hier die erste Fläche. So, dann schnappen wir uns die Stufe. Also stellen wir uns jetzt so hin, dass der erste Kasten, den wir gerade gemacht haben, wie gesagt, dass der links ist, ne? So, dann gehen wir jetzt hier nach rechts, ne? Dann machen wir uns hier die Stufe, machen hier 1, 2, 3, 4, 5. Ja, machen wir hier 5 Stück. So. Ne, und dann haben wir ja hier wieder die erste Treppe. Ne? Da machen wir uns jetzt erstmal so einen Winkel. Ja, das heißt, hier wäre dann jetzt der Block. Ne? Und das ist dann wieder jetzt ein 30 mal 30 Kasten. Ne? Das ist jetzt genau dieselbe Geschichte. Hier so. Einmal hier lang und einmal so wieder lang. Ne? So. Und so. Ja, das ist dann jetzt auch wieder ein 30 mal 30 Kasten. Die Flächen sind nämlich alle gleich groß. Die sind alle 30 mal 30. Ja, da gehen wir jetzt wieder mit der Treppe einmal rum. So um den Kasten. So. Ey. Na, komm mit hier. So. Na. So, Pitch. Na, dann haben wir jetzt die zwei Kästen fertig. Ne? Genau hier auf der Rückseite ist das ja logischerweise dasselbe hier. 1, 2, 3, 4, 5 haben wir jetzt zwischen den zwei Kästen frei. Na, dann haben wir jetzt hier die ersten zwei Flächen. So. Und dann machen wir jetzt, genau, dann bleiben wir jetzt erstmal bei diesen zwei Kästen. Na, ich bin jetzt, jetzt sind wir hier wieder bei dem Kasten, den wir als erstes gemacht haben. Ja, da machen wir dann hier 1, 2, 3, 4, 5 Stück wieder. Ja, die ziehen wir hier jetzt einmal komplett lang am Kasten. Ja, so, dann haben wir hier wieder 1, 2, 3, 4, 5. Ja, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Ne? So, dann machen wir hier hinter den beiden Kästen genau dasselbe. Ne? Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Und dann gehen wir hier komplett lang. Und so. Ne? Da, 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 da. So, gehen wir hier komplett lang. Gehen wir hier komplett lang. Ne, hier sind das dann auch 1, 2, 3, 4, 5 mit dem. Ne? So, gehen wir hier komplett lang. So, hier ist das dann dasselbe. So, dann haben wir quasi jetzt die erste Hälfte schon fertig. Ne, so sieht das ja jetzt aus. Ne? So. Ne, und dann gehe ich jetzt, sind wir jetzt hier, ist ja jetzt egal, ne, ob wir von da hinten von dem Kasten gehen oder von hier von dem Kasten, sind ja jetzt dieselben Maße. Gehen wir jetzt hin und machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Na, beim 13. machen wir dann hier wieder 1, 2, 3, 4. Na, dann kommen wir wieder auf diese 5. Na, war das jetzt richtig hier? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Genau, jetzt war ich gerade verwirrt. So, na, und dann sind wir ja jetzt hier lang gegangen, die 5. Na, und dann machen wir hier wieder so einen Winkel. Und dann ist hier wieder ein 30 mal 30 Kasten. Ne, hier selbe Geschichte. So. Ne, ich mache das jetzt nur mal. Mache das jetzt nicht komplett wieder. So, warte mal. Oder? Doch, ich glaube, besser ist das. Ne? So. Gehen wir jetzt hier wieder einmal lang. Ne? So. Pitsch, patsch, putsch. Ne, dann gehen wir hier wieder mit der Treppe einmal rum um den Kasten. So. So. Und hier auch. Und so. Ja, dann ist das. Ach, Moment, hier müssen wir ja auch noch komplett lang. So. Na, so. Na, dann haben wir hier den nächsten Kasten. Na, und hier ist das dann dieselbe Geschichte. Ne? Haben wir ja hier schon gemacht, die 5. Ne? Dann ziehen wir die 5 jetzt hier wieder komplett lang. So. Ne, hier auch 1, 2, 3, 4, 5. Ne, hier hinter auch 1, 2, 3, 4, 5. Ne, ziehen wir das komplett hier lang. So, ey. Einmal hier lang. So. Hinter den beiden Kästen. Einmal hier lang. Und einmal hier. Ne, dann haben wir hier wieder die 5. Ne, dann gehen wir hier einmal lang. So, das trifft sich jetzt mit der anderen Seite. So. Ne, und dann haben wir hier wieder die 5. Ne? So, und der Kasten hier, der uns jetzt noch fehlt, das ist genau dieselben Maße wie hier. Ne? Das heißt, wir gehen von hier 1, 2, 3, 4, 5.
Ja, machen hier mit den Treppen einen Winkel. Ja, und haben hier dann wieder ein 30x30 Kasten. Ja, den ziehen wir hier einmal lang. Und guck mal, dann können wir das hier auch gleich machen. Haben wir hier die 5. Dann ziehen wir jetzt hier den Kasten fertig. So. Und so. Und hier auch nochmal. So, so, ne? Und jetzt mit der Treppe wieder einmal rum. Kennen wir ja schon. So. Ah, so. Einmal hier rum. Jetzt haben wir es aber, glaube ich, gleich geschafft, ne? Ja, genau. Jetzt haben wir nur noch hier die Strecke. So. Ne? So. Und dann sieht das so jetzt aus. Ne? So, dann ist das unser Grundriss. So, natürlich sind wir mit dem noch nicht fertig. Wir machen jetzt in den Kästen, in den Kästen drinne, hier, ne, hier drinne in den Kästen, ne, füllen wir jetzt alles mit dem Block aus, ne, nur in den Kästen. Nehmen wir uns jetzt den Block und alles, was hier außen rum ist und auch dazwischen, das machen wir alles mit der Stufe. Ja, das heißt, wir gehen hier jetzt komplett mit der Stufe einmal lang. Ne, diese 5 Stück, die wir außenrum immer haben. Ne, so. Dann klatschen wir hier einfach die Stufe so dann drauf. Ne, wie wir uns das angezeichnet haben. So. Ne, das machen wir hier, machen wir das. Ne, hier machen wir das. Hier machen wir das. Hier machen wir das. Einfach überall einmal rum quasi. Ne, und in den Kästen machen wir mit dem Block hier einmal komplett zu. Ne, so. So füllen wir das jetzt alles erstmal aus. Ne, ich mache das jetzt auch eben. Ne, einmal alles ausfüllen und dann machen wir noch die Mauer einmal rum und dann haben wir den Grundriss auch schon fertig. Ne, also jetzt fülle ich das eben erstmal einmal alles aus. Ne, und dann sehen wir uns gleich wieder und dann machen wir die Mauer. So. So sieht das jetzt aus, ne, mit dem Grundriss, wenn wir den einmal fertig haben. Ja, und einmal alles ausgefüllt ist, dann sieht das alles so jetzt aus. So. So, jetzt zeige ich euch jetzt nochmal eine Seite von der Wand. So, dafür nehmen wir uns jetzt den, wie gesagt, den Endsteinziegel. Und den machen wir hier 2 Blöcke hoch und eine Stufe oben drauf. Ja, also das ziehen wir jetzt hier komplett einmal am äußersten Rand einmal rum. Na, hier, ich zeige euch das jetzt auf einer Seite. Ne, ziehen wir hier komplett am äußersten Rand jetzt, also einmal rum quasi. Ne, ziehen wir das jetzt hier einmal rum. Ne, den Endsteinziegel 2 Blöcke hoch. Ziehen wir den so. Ne, 2 Blöcke hoch. So. Und dann nochmal eine Stufe oben drauf. So. Ne, so machen wir das. Und so ziehen wir das jetzt hier komplett einmal rum. Ja, und dann haben wir den Grundriss schon geschafft. Na, also ich werde das jetzt auch eben mal machen, hier einmal so rum, ne, mit der Mauer. Und dann haben wir es geschafft mit dem Grundriss. Na, so, wie gesagt, ich mache das jetzt mal eben schnell, ne, und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das fertig ist. So. So sieht das jetzt aus. Ne? So haben wir den Grundriss jetzt fertig. Das heißt, das war's jetzt. In den nächsten Folgen werden wir dann alle 4 Gebäude machen. Mit Inneneinrichtung habe ich da hinten alles schon fertig. Das werden wir dann jetzt mal machen. Das machen wir jetzt einfach mal so in der Zeit, wo ich jetzt so am Schloss noch am Vorbauen und Vorbereiten bin, dachte ich mir so, komm, machen wir Winkelgasse. Ist ja schnell gemacht, ne? So. Na? So, ne? Und dann. Ja, soll es das jetzt an der Stelle auch mal gewesen sein für heute? Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao, Wiederschauen und reingehauen.